Einige Demos und ein Lichtermeer zu Silvester. So könnte man das kommende Neujahrsfest zusammenfassen. Österreichweit sind ja größere Veranstaltungen untersagt. Um 22 Uhr ist in den Lokalen und auch in den Hotels, was die Gastronomie betrifft, die Bewirtung betrifft, Sperrstunde. Das heißt, nur bis zu diesem Zeitpunkt darf auch gefeiert werden. Danach, ja, kann man entweder sich in die eigenen vier Wände zurückziehen oder man ist im besten Fall schon vorhin dort. Nichtsdestotrotz gibt es auch in diesem Jahr wieder einige Demonstrationen. In Wien ist eine Demonstration angesagt für rund 50 Teilnehmer und zwar ab 22.30 Uhr im Wiener Stadtpark ist diese anberaumt. Der Silvesterpfad in Wien, der ist ja, wie wir wissen, bereits im Vorfeld abgesagt worden und die Polizei, die wird in dieser Silvesternacht auch wieder mit etlichen Funkstreifen mit dabei sein. Ebenso ein ganz spannender Silvesterabend findet dieses Jahr in Graz statt. Auch hier gibt es um 17.30 Uhr keine Demonstration, sondern ein Lichtermeer. Auch die Grazer Bürgermeisterin Elke K. von der KPÖ wird hier zugegen sein. Die gesamte Stadtregierung, auch die Oppositionsparteien, die wollen hier an die Opfer von Corona auch gedenken. Im oststeirischen Gleisdorf wollen allerdings Maßnahmengegner eine Fackelwanderung starten und auch beim Einkaufszentrum in Leibnitz ist etwas Ähnliches auch erwartet. In Linz, da wurde im Vorfeld ebenso eine Demonstration auch angemeldet und zwar für 21 Uhr am Urfahrener Jahrmarkt. Dort rechnet man sogar mit bis zu 500 Teilnehmern. Auch in Tirol wird es die ein oder andere Demonstration geben. Ob es auch spontan Demos geben wird, das wissen wir dann in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Jänner 2022.